Wohin entwickelt sich Europa? Droht unserem Kontinent erneut eine Periode von Kriegen und Verwüstung wie in den vergangenen Jahrhunderten? Diese Fragen bewegen spätestens seit der Eskalation des Ukraine-Konflikts viele politisch denkende Bürger. Durch die Politik und Medien geistern längst wieder Gedanken über einen bevorstehenden Krieg zwischen Deutschland und Russland. Während Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius Deutschland wieder kriegstüchtig machen will und die USA Mittelstreckenraketen auf deutschem Boden stationieren wollen, werden Stimmen laut, die andere Ansätze für die deutsch-russischen Beziehungen fordern. So startete der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow am vergangenen Sonntag eine Debatte über einen Nicht-Angriffspakt zwischen Deutschland und Russland. Wir brauchen eine europäische Friedensordnung, die Russland einbezieht. Alle Teilnehmerstaaten müssen einen Nicht-Angriffspakt schließen und eine Verteidigungsgemeinschaft bilden, die sich darauf konzentriert, Konflikte auf dem europäischen Kontinent zu lösen. Ich rede nicht gegen die NATO, sondern für eine Neuordnung der europäischen Verteidigung. Deutschland braucht eine Armee zur Landesverteidigung, die ihren Namen verdient. Daher bin ich strikt dafür, die Bundeswehr gut auszustatten. Aber wir müssen Europa endlich als Ganzes denken und da gehört Russland auch dazu. Die Kritik der Mainstream-Presse ließ nicht lange auf sich warten. So wird dem linken Politiker Ramelow eine Nähe zum Bündnis Sahra Wagenknecht oder gar zur AfD nahegelegt. Tatsächlich stellte sich in der deutschen Geschichte stets die Frage des Verhältnisses zu Russland. So war es eines der Kernanliegen des deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck, einen Ausgleich zwischen dem 1871 gegründeten Deutschen Reich und dem mächtigen Zarenreich im Osten zu suchen. Das Dreikaiserabkommen von 1873 und später der Rückversicherungsvertrag von 1887 garantierten Sicherheit und Frieden zwischen Deutschland und Russland. Eine von Bismarcks Kernaussagen lautete: Wenn Russland und Deutschland Freunde sind, geht es Europa gut. Das Bismarcksche Sicherheitskonzept wurde von seinen Nachfolgern im Kaiserreich zerstört und mit Füßen getreten. Die Folgen waren ein Zweifrontenkrieg und die Niederlage im Ersten Weltkrieg. Aber auch danach wechselten die deutsch-russischen Beziehungen zwischen Phasen der Kooperation, wie etwa mit dem Rapallo-Vertrag von 1922 oder der engen Bindung zwischen der DDR und der UdSSR, und Phasen der Konfrontation und Krieg, wie etwa mit dem Raubüberfall des Hitlerfaschismus auf die Sowjetunion oder der Aufrüstung der BRD zur Speerspitze im Kalten Krieg. Die jüngere Geschichte nach der deutschen Wiedervereinigung war insbesondere unter Bundeskanzler Gerhard Schröder von einer guten deutsch-russischen Wirtschaftskooperation geprägt. Und so erinnerte der russische Präsident Wladimir Putin im März dieses Jahres daran, dass Deutschland und Russland immer dann erfolgreich waren, wenn sie gemeinsam gehandelt und nicht gegeneinander gekämpft haben. Это даже не проблема, это беда, наверное, сегодняшней Германии и она откуда возникла? Ведь сегодняшние достаточно солидные, уважаемые немецкие политики говорят, ну, господин Шойбль, например, сказал об этом несколько лет назад, о том, что современная Германия после Второй мировой войны никогда не была в полном смысле этого слова суверенной. Это не я сказал, это говорят немецкие политики. Хочу также отметить, что в истории наших стран мы всегда переживали золотое время в нашем развитии, в достижении успехов, когда мы, русские и немцы, объединяли усилия. Вот во все времена, когда Германия, Россия были вместе, работали вместе, мы добивались больших, очевидных успехов. Doch die Bundesregierung will keineswegs die von Russland gereichte Hand annehmen. Im Gegenteil, selbst nach dem von Putin Mitte Juni unterbreiteten Angebot für Friedensverhandlungen sieht Bundeskanzler Olaf Scholz keinen Grund, um mit dem russischen Präsidenten zu sprechen. Solches Gespräch macht doch nur Sinn, wenn was konkret zu bereden ist. Das ist der Grund, warum ich jetzt seit längerer Zeit das nicht mehr gemacht habe. Aber ich will ausdrücklich eben auch nicht den Eindruck erwecken, als ob das ausgeschlossen ist. Der Zeitpunkt, mit Putin zu sprechen. Ich werde das nicht vorher ankündigen, wenn es soweit ist. Aber es ist für mich wichtig, dass ich in vielen Gesprächen immer wieder klar gemacht habe, ich werde das einmal wieder tun, auch öffentlich, in solchen Diskussionen, wie wir beide sie jetzt haben, damit niemand darüber Zweifel hat.
Scholz' Weigerung, mit Putin in den Dialog zu treten, wird von den USA gerne gesehen. Für seinen Umstieg auf einen harten Konfrontationskurs gegenüber Russland wurde Scholz im Sommer 2022 von US-Präsident Joe Biden gelobt. Der Bundeskanzler nahm das Lob brav entgegen. I want to compliment you on stepping up as you did when you became Chancellor and moving in a way that you had a great impact on the rest of Europe to move, particularly as it relates to Ukraine. And you're one of the fastest and closest allies in the world. And we gotta make sure we have this, us all staying together. You know, we're gonna continue working on the economic challenges we face. But I think we can get through all this. Yeah. We can come out stronger. And the good message is that we all made it to stay united, which obviously Putin never expected. And that was in no small part because of you. No small part because of you, seriously. Because there was a lot of discussion of whether or not in the transition, well, how it's going to work. But you've done an incredible job. I want to thank you for it. Thank you, thank you. We have to stay together. Eines der Kernziele der US-Geopolitik ist, Deutschland gegen Russland in Stellung zu bringen. So formuliert der Ökonom und Publizist Max Otte im Interview mit Gegenpol, wie stark die Angst in London und Washington ist vor einer deutsch-russischen Verbindung, vor einem Zusammenwachsen Eurasiens. Also, wenn ich eine starke wirtschaftliche Verbindung Russland-Deutschland habe, dann stärkt sich, dann ist Eurasien stark. Da haben weder Frankreich natürlich ein Interesse dran und England und die USA schon gar nicht. Denn das würde sie schwächen geopolitisch. Denn es geht ja zurück bis auf den Aufsatz zum Geographical Pivot of History 1904, wo es darum geht, dass Amerika von Halford Mackinder, dass Deutschland zwar, dass England Eurasien, also wer Eurasien beherrscht, beherrscht die Welt. Das hat Brzezinski ja aufgegriffen. Aber England kann Eurasien nicht beherrschen. Eurasien wächst zusammen aufgrund der Eisenbahn. Das war ja vor über 100 Jahren schon der Fall. Also England kann das nicht tun, beherrschen, aber es kann Unruhen an den Rändern Eurasiens schüren, sodass diese Weltinsel in Unruhe bleibt. Der Analyst und ehemalige Waffeninspekteur der Vereinten Nationen, Scott Ritter, argumentiert, dass Deutschland nach der Wiedervereinigung in völlige Abhängigkeit von den USA geraten ist. Ziel der NATO sei es fortan gewesen, Deutschland und Russland in einen militärischen Konflikt zu verwickeln. We need to talk about Germany in the post-unification stage. And there we do see that Germany did have constructive relations with Russia. But Germany, you know, allowed itself to be subsumed into NATO, to be controlled by the United States and to become part of this march to the east. That Germany got addicted to whatever drug NATO is, and the European Union. They got addicted into being the economic engine of the European Union, and the European Union is an extension of the political ambitions of the military alliance that is NATO, which is nothing other than an extension of American foreign and national security objectives. Germany became a tool of the United States. That's what happened. Trotz der zahlreichen gegen Russland gerichteten Sanktionen der EU-Führung und trotz der massiven Aufrüstung der Ukraine mit deutschen Panzern und Rüstungsgütern und selbst trotz der geplanten Stationierung von US-Mittelstreckenraketen auf deutschem Boden, bewahrt die russische Regierung nach wie vor ihre Bereitschaft zum Dialog mit Deutschland. Ende Juli betonte der russische Außenminister Sergej Lavrov, die Türen stehen offen. Европа тоже рассматривается как конкурент, так же как и Россия, как и Китай. И сегодня мы наблюдаем подчинение Европы Соединенным Штатам, когда молча проглотила Германия, основа европейской политики и экономики, террористический акт на северных потоках, который подорвал основы ее экономического и социального благополучия. Как будто так и надо. Мы не закрываем двери ни для одной страны, расположенной на евразийском континенте. Когда и если европейские наши коллеги одумаются, поймут, что их используют, и используют для того, чтобы укреплять позиции Соединенных Штатов и за счет ослабления позиции Европы.
Doch Washington dürfte wohl kaum grünes Licht geben für eine diplomatische Annäherung Deutschlands an Russland oder überhaupt für eine Wiederherstellung des Dialogs. So analysiert Max Otte, dass die USA mit dem Ukraine-Krieg ihre Kernziele der Schwächung Deutschlands und der Entzweiung Deutschlands von Russland erreicht haben. Also wenn man schwach ist, kann man sich nicht starke Partner leisten. Dann lieber sehr schwache Partner, den man aber völlig im Griff hat. So zynisch muss man das sehen, und das ist auch Geopolitik. Und das ist eben eine Sicht, die uns Deutschen schwerfällt, weil das nie gelehrt wurde. Wir sind rechtschaffen, wir glauben an internationales Recht, was es ja auch gibt, aber auch internationales Recht ist ja ein Herrschaftsinstrument. Und der Ukraine-Krieg hat dazu geführt, dass Europa weiter einverleibt wurde in das amerikanische System und eben das Gegenteil einer eigenständigen europäischen Politik sich ausgeprägt hat, sondern völlige Abhängigkeit, völlige Dominanz der USA, jetzt nicht mehr global, aber in den verbliebenen Einflussgebieten ist die Dominanz sehr viel stärker geworden, so möchte ich es mal sagen. Was meint ihr? Hat Otte recht, dass sich Deutschland in völliger Abhängigkeit der USA befindet? Woher kommt die Angst des angelsächsischen Establishments vor einer deutsch-russischen Verbindung? Und könnte ein Nicht-Angriffsvertrag zwischen Deutschland und Russland, wie Bodo Ramelow ihn anspricht, ein Schritt in Richtung Frieden und Souveränität sein? Schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare. Das vollständige Interview mit Max Otte findet ihr hier auf unserem Kanal.